Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben mit der Main Quest weitergemacht und werden dies auch in dieser Folge wieder tun. Wir müssen... Ich laufe ja irgendwie nur noch vor die Türen heute. Ich schaue nochmal kurz auf der Karte nach. Wir müssen heute wieder mit dem Schiff reisen. Und zwar müssen wir hier oben ungefähr hin. Da ist übrigens noch etwas, was ich synchronisieren möchte. Das heißt eigentlich, eigentlich müsste ich das jetzt hier als Ziel... Moment, alle Markierungen entfernen. Wieso kann man denn mehrere Markierungen machen? So, das nehme ich erstmal als Ziel, dass ich mich da synchronisiere. Und dann gehe ich zu unserem Zielort hin. So. Es ist übrigens ganz gut und ganz wichtig, wenn ihr selber spielen wollt, wenn ihr zwischendurch immer mal ein paar Tiere tötet. Beziehungsweise jagt, weil ihr das Leder für diverse Sachen braucht. Und wird sich vor den verlorenen Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Ja, ist es doch. Dann halt nicht. Soma. Eivor, du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wegmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Okay, finde Wegmund und töte ihn. Er hat sich in das Kloster auf der Insel zurückgezogen. Breite deine Flügel aus. Dann schicken wir ihn doch jetzt erstmal vor. Die Frage ist jetzt, wo ist das Kloster? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt direkt hier in der Nähe. Da hinten ist Reichtum. Hier ist überall Nebel. Vielleicht ist es ja doch in der Nähe. Moment. Also. Zum Kloster. Doch, da müssen wir doch über die ganze Insel erstmal rüber. Okay, dann brauchen wir ihn ja jetzt noch nicht hinzuschicken. Können wir das ja eigentlich kaputt machen? Ich weiß, das sind eure Vorräte, Entschuldigung. Aber ich muss einsammeln. Entschuldigung. So, wir machen uns mal auf. Proviant ist voll, das höre ich gern. Besonders vom Angriff. So, die Frage ist, wer ist das da hinten? Ist das einer von uns? Oder war da jetzt gerade keiner? Da ist das Kloster. Schick mir ihn schon mal hin. Was siehst du? Also, Reichtümer haben sie auch ein paar. Das ist schön. Und ich denke, dass das heißt, dass der da die Treppen runter ist. Ziemlich viele Wachen. Es ist blöd, dass man die hier überhaupt nicht mehr markieren kann. Also das ist echt scheiße gemacht. Das war vorher echt gut. Da konnte man immer alles im Voraus sehen. Okay. Also rechts hinten, links hinten. Also ich sag mal so an den Außen, an den Ecken, da ist auf jeden Fall Reichtum drin. Und im großen Gebäude, da müssen wir uns dann um ihn kümmern. Okay. Jetzt hat er mich wieder gedreht, wie er will. Da müssen wir hin. Ach, das war überhaupt gar keine Person. Er versteckt sich. Oben auf dem Hügel. Ich kann ihn riechen. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Hey. Blitze zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie rufen Wiegmunds Namen. Dieses Kloster wird er nicht lebend verlassen. So, wir müssten jetzt aber irgendwie gucken, dass wir rechts reinkommen. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. War für die Gegner.
Mir juckt's in den Fingern. Wo ist die Ratte? Was? 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 Muss ich drücken? Nein! Wieso habe ich jetzt ein Foto gemacht? Alte Hunde sterben langsam, Wiegmund! Stell dich deinem Schicksal! Wie doof ist sie, dass sie jetzt hier so rumschreit? Ist doch nicht dein Ernst. Geh doch mal weg da. Hier muss irgendwo Reichtum sein. Ich reiße ihm mit bloßen Zähnen die Kehle aus dem Hals. Also doch oben? Ah ja, okay. Sehr schön. Vorräte. Vorräte kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Da sind zwei. So, wir müssen da hinten hin. Ich weiß nicht, ob man da von oben eventuell reinkommt. Ich kann Wiegmunds Angst schmecken. Es juckt mir in den Fingern, ihn zu töten. Ja, das haben wir alles verstanden. Sei meine Augen. Also die scheint aber nicht abgeschlossen zu sein. Da müssen wir nur einbrechen, ja? Hier ist nämlich nirgendwo einer mit Schlüssel. Wenn ich das richtig sehe. Ich kann Wiegmunds Angst schmecken. Die ist ja geil, irgendwo. Ihn zu töten, Eivor. Geduld. Ich greife an, wenn die Zeit reif ist. Hier gibt's gute Beute. Die Mannschaft könnte sie aufs Schiff verladen. Langschiff rufen. Okay, das war jetzt nicht so clever. Das war jetzt etwas kontraproduktiv. Verteilt euch, wir schaffen das. Ja, folgt mir nach. Ach, die kann wieder nicht laufen. Das ist zum Kotzen. Kommt, Brüder, beenden wir es. Mit dir kämpfe ich gerade nicht. Hast du das noch nicht mitbekommen? Christus wird uns beistehen. Ja, lauf nicht. Genau, das brauche ich jetzt. Verteilt euch. Wir schaffen das. Du wirst dich Würmer nähren. Junge, du hattest die Deckung unten.
Mädel, komm mal zu mir. Wir müssen die Tür aufbrechen. Was für eine Ausbeute. Das erfordert mehr. Ja, das habe ich doch gerade. Raubzug, hä? Raubzug. Ach so. Dein Ernsthaft? Dein Ernsthaft, genau. In die Schlacht! Jungs, jetzt brecht mal einer mit mir die Tür auf hier. Hey, komm mal kurz her. Ja, sie schafft es ja anscheinend nicht. Komm, mal hinne. Hallo. Geiler Bug. Ja. Ich gehe dann mal. Mädel, könntest du vielleicht mit mir die Tür aufbrechen? Das wäre ganz toll. Sie möchte nicht. Keine Ahnung warum. Können wir jetzt vielleicht endlich mal gemeinsam die Tür aufbrechen? Ich brauche drüben Hilfe! Dein Ernst jetzt? Komme ich hier vielleicht von oben rein? Also das geht mir jetzt so langsam auf den Sack hier. Natürlich komme ich nicht von oben rein. Wie konnte es auch anders sein? Nee, du brauchst mir jetzt gar nicht nachzukommen. Du bist ja sogar zu blöd, um eine Tür aufzubrechen. Ja, geh mal weg hier. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Ich würde dich ja gern töten, aber das darf man ja nicht. Dann kriege ich ja irgendwie Negativpunkte oder sowas. Könnte mal einer mit mir die Tür hier aufbrechen? Jungs, seid ihr vielleicht stark genug? Ach, die ist... Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Das ist sogar schon weg. Das haben die sogar schon geplündert. So wie es aussieht. Hallo? Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Habt ihr mir auch noch was übrig gelassen? Wo ich euch die ganze Zeit wie blöde hier gerufen habe? Bleibt im Sumpf fern. Es lauert im Sumpf eine grausige, entsetzliche Gestalt. Sie zu stören heißt, einen Dämon zu wecken. Und zwar die Art, die deine Seele verschlingt. Haltet euch fern. Haltet euch fern. Ja, viel scheinen sie mir ja wirklich nicht übrig gelassen zu haben. Okay, Vorräte haben wir noch mal ein bisschen was bekommen. Moment, da war noch was, oder? Geh mal weg da. Wenn du schon keine Tür aufbrechen kannst, dann geh mal zur Seite hier. So, falls doch noch jemand rein will. Haben wir hier noch irgendwas? Jetzt braucht ihr auch alle nicht mehr zu kommen, Jungs. Mal ganz ehrlich. Also ist keiner gekommen, als ich wie blöde hier geschrien habe. Warum stehst du jetzt hier vor? Das ist doch schon offenbar ausgeraubt hier. Also ich verstehe, das ist natürlich jetzt blöd, wenn da jetzt irgendwas wirklich Gutes drin war. Ja, Gesundheit. Nein, du sollst... Ich wollte gerade sagen, du sollst das andere plündern, nicht das. Mich hier doch erstmal in Ruhe plündern. So geht das aber nicht. So, wo sind wir denn? Ach, da. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Aber wir müssen, glaube ich, noch ein Haus machen, ne? Bestimmt hat er sich irgendwo im Kloster verkrochen. Diese Made schicken wir zu Odin. Kann ich das jetzt endlich mal plündern, was hier auf dem Boden liegt? Ich laufe hier ständig rüber. Nein, ich will die nicht. Entschuldigung. Ich will den nicht tragen, ich will den plündern. So schwer kann es doch nicht sein. So. Hier hat er sich wahrscheinlich versteckt. Jungs, jetzt brecht bitte mit mir die Tür auf, sonst komme ich in der Quest nicht weiter. Los, hilf mir mal! Helf mir bitte. Gut, danke schön. Wenigstens etwas. Nicht wirklich, denn was ich bin, ist unsterblich. Hör auf zu plappern.
Was war das? Ah, Tod bestätigen, Moment. Ah. Was du willst? Ihre Leben sind kein Land, kein Reichtum. Aber mein Name lebt weiter. Der Ruhm eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name taugt bald nur noch zum Fluch. So sei es. Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum Macht. Im Tode mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter, überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht! Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Den Tod? Fügt euch, fügt euch, fügt euch! Falls es eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst. Ja, ein weiteres Ordensmitglied. Oh, den wollen wir doch gar nicht. Hallo. In Zukunft muss ich mich in Acht nehmen. Häuser sind neu gebaut und Felder neu bestellt. Vertrauen wieder jetzt. Dafür hast du in mir und meinem Clan neue Verbündete, Soma. Das Ende des Sturms ist schon in Sicht. Das stimmt. Ich weiß, dass du recht hast. Es ist schwer, das Ende zu sehen. So, dieser Idiot hat jetzt irgendwie alles so ein bisschen zerstört, was sie gerade gesagt hat. Und ich habe mich auf überhaupt nichts konzentrieren können, ehrlich gesagt. Aber ich kann es mir ja im Let's Play dann nochmal angucken, beziehungsweise durchlesen. Hätte der nicht wann anders hier auftauchen können? Ich meine, war das ein Leibwächter von dem einen, von dem Wiegmund? Der war ja ein bisschen spät dran, weil der ist ja schon lange tot gewesen zu dem Zeitpunkt. Was haben wir denn hier noch? Brief an den Orden der Ältesten. An den Orden. Es gab ein erneutes Aufbegehren. Die Ideen von Granter Brützk haben sich durch Hilfe von außen zusammentun können. Sie haben die Stadt zurückerobert und meine Verbindung gekappt. Ich bin abgeschnitten. Ich habe mich mit den Männern, die noch übrig waren, zum Kloster auf der Insel Elge zurückgezogen. Hier werden wir bleiben, bis du... Der Brief endet abrupt. Tja, ich schätze, da war wohl einer gerade beim Schreiben, als wir angekommen sind. Ey, Leute! Euer Ernst jetzt? Das ist alles schon geplündert hier, oder was? Und ich? Ich krieg überhaupt nichts. Und das Dorf kriegt dann demzufolge auch nichts. Was ist denn das für eine Sauerei? Hier ist nichts. Kein Wissen, kein gar nichts. Ich bin sauer, Mann. Echt. Kriegen wir hier noch was raus? Ja, ne? Ja, irgendwas hat jetzt gerade da geleuchtet, aber ich konnte es... Oh, da ist auch noch was. Ich konnte es nicht... Er zeigt mir irgendwie nicht mehr an, wenn ich was geplündert habe, habe ich so das Gefühl. Doch, jetzt zeigt er es mir wieder an. Aber manchmal, dann ist das einfach weg von der Farbe her und ja, das war's dann. Kehre zum Lager zurück. Ah, das hat sie mir wahrscheinlich gesagt. Ja, aber ich würde vorher gerne noch was plündern, Mädel. Das ist jetzt auch schon geplündert hier, ne? Ach, das war das eine. Ja, okay. Sorry. Im Garten? Ach nee, das heißt wahrscheinlich nur, dass hier auch was ist, oder? Ich schau mal eben in dem Haus vorne. Doch, da sind wir gewesen.
Ach, da ist noch ein Häuschen ganz vorne. Das gehört aber wahrscheinlich nicht hierzu. Da ist auch noch was. Aber was ich nicht verstehe, dass hier was steht, dass hier vorne im Garten noch was wäre. Ich denke, dass das... Was ist denn das für ein gelbes Zeug hier? Ich denke, dass das nur damit zu tun hat... Sieh mal nach, Sühnen. Ich stehe quasi direkt da in der Nähe. Ja, ich denke mal, dass das nur damit zu tun hat, dass wir hier was plündern konnten. Was wir dann leider aber nicht plündern konnten, weil die Dinger aufgebrochen waren. Es kann natürlich sein, dass meine Kameraden die schon geholt haben. War da noch einer? Ach so, nee, die sind hier am Kaputtmachen. Okay. Ja, scheint aber auch nichts drin zu sein. Aber gut, ich meine, immerhin haben wir jetzt geplündert. Ich hoffe, dass wir auch wirklich was davon haben. Können wir hier vielleicht noch rein? Hier sind doch bestimmt auch irgendwie noch ein paar Kleinigkeiten zumindest, oder? Und wenn es nur noch irgendwie Geld ist, ne? Also Silber ist. Ist ja auch sehr, sehr wichtig. Ich meine... So, hast du da noch was? Anscheinend nicht. Hier ist auch nichts mehr. Doch Pfeile, aber Pfeile habe ich, glaube ich, nicht mehr gebraucht, ne? Ja. Okay. Die ist auch offen. Sag mal, ist denn hier überhaupt nichts drin? Anscheinend haben wir die auch gar nicht geplündert, weil hier, das war ja jetzt noch zu. Sondern die haben einfach nur keine Schätze da drin. Das finde ich natürlich ziemlich scheiße, um es mal so zu sagen. Na gut. So, Moment. Jetzt muss ich aber nochmal eben schauen. In Flieg, Freundin. Die Richtung war das. Moment, ich hatte mich geheilt. Kann ich hier nicht noch was nehmen? Doch, meine ich doch. Hier war doch... Da, genau. Ich wollte sagen, hier habe ich doch auch noch gerade irgendwas gesehen. So, da bin ich drin gewesen. Den haben wir noch nicht plündert. Da war ich jetzt auch gerade drin. Es wird mir irgendwie gerade unheimlich spät auch angezeigt, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, was es ist. Hast du gedacht, ne? Solltest du vielleicht mal in deinem Rücken gucken. Okay, Moment. Da das Häuschen, da war es, glaube ich, drin. Sind hier noch Wachen? Oder sind das einfache Bauersleute? Sammeln wir auf jeden Fall noch. Ist hier eine Art Keller? Ach so, nee. Hä? Da verstecken die Essen drin, oder wie? Okay. Scheinen dann ja doch eher die armen Bauersleute zu sein. Die immer mal wieder von den Soldaten ausgeraubt werden. Genau, geht mir aus dem Weg, aber geht nicht da rein, weil da gehe ich jetzt rein. So. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam, aber okay. Ah, was haben wir denn hier? Ach, das waren nur die Vorräte wahrscheinlich. Okay. Nein, ich wollte eigentlich das kaputt machen, aber da kann ich nichts sammeln. Na gut. Wir sollen uns... Jetzt schaue ich mal eben. Ja klar, wir sind ja auf der gleichen... Moment. Moment, Moment. Da steht aber noch was mit Reichtum. Warum haben wir hier noch was stehen mit Reichtum? Da müssen wir doch mal... Sie für mich sühnen. Hä, das ist aber immer noch an der Stelle... Da ist noch ein Rätsel, aber da können wir uns jetzt natürlich gerade nicht drum kümmern. Ah, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
Da sind noch Vorkommen, das ist okay. Da ist noch ein Stein. Und da weiß ich nicht, was das ist. Doch, ist doch markiert. Kann man da ein bisschen näher ran? Scheint irgendwas ein Höhleneingang zu sein. Den würde ich aber ehrlich gesagt auch gerne noch machen. Ich weiß, dass die Folge dadurch jetzt gerade doch ziemlich lange wird. Aber ich bin sehr, sehr neugierig, was das ist. Weil ich kenne das Symbol an sich nicht. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auf der Karte nachgucken. Ich könnte eigentlich mal auf der Karte nachgucken, das stimmt schon. Legende. Schatz. Geheimer Eingang, genau. Geheimer Eingang. Komm, wir sind doch jetzt gerade so schön zusammen. Kannst du nicht mit mir mal eben den geheimen Eingang da hinten erkunden? Also das hier im... in dem Garten, ich weiß nicht. Setz dich drauf, komm. Dann sind wir schneller. So, keine Ahnung, was das da hinten für eine Markierung ist. Die habe ich nicht gesetzt. Aber hier vorne zum Geheimeingang. Ich hoffe, dass das jetzt nichts Langes ist. Nichts Großes. Obwohl wir ja sowieso schon sehr, sehr lange über unsere Zeit sind. Ach, jetzt ist sie gar nicht mehr mit dabei. Oh, na gut, schade. Das ist echt schade. Okay. Ah, jetzt kommst du doch mit, hä? Misstrauens... Nein! Oder sag bloß, wir hätten von hier aus da einbrechen können? Nee! Oh, wieso hat mir das vorher keiner gesagt? Aber das ist gut zu wissen. Thema Wissen. Wir haben den Sturzflug der Valkyria gefunden. Sehr schön. Und zwei Fertigkeitspunkte erhalten. Ja, da hat es sich doch auf jeden Fall nochmal gelohnt, hier reinzukommen. So, aber sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Wir werden wahrscheinlich jetzt so nochmal in die Stadt kommen. Das überprüfe ich natürlich auch kurz nochmal. Ich weiß, es tut mir leid, dass die Folge jetzt so lange wird. Im schlimmsten Fall muss ich die irgendwie splitten oder so, ich weiß es nicht. Was wären wir denn ausgekommen? Ich wollte gerade sagen, das können wir hier doch auch nochmal eben platt machen. Und kriegen überhaupt nichts. Okay. Ach, wir wären... Oh, nee. Wir wären echt direkt... Ich zeige euch das mal eben auf der Karte. Nee, da kann man es jetzt schlecht zeigen. Wir wären direkt hier in diesem Kloster an der Ecke ausgekommen. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Okay. Dumm gelaufen, würde ich sagen, ne? Dann kann es natürlich sein, dass das irgendwo unten drunter ist, aber irgendwo, wo ich jetzt nicht rankomme oder so. Naja, gut. Ist jetzt schade, dass ich es nicht wirklich rausfinde, aber es ist okay. Wir werden uns jetzt erstmal aufmachen, wieder uns zu sammeln und damit dann, denke ich mal, die Quest auch abschließen. Moment, da war doch gerade noch was. Nein, der andere. Genau. Sehr schön.
Sitz auf. Du warst gerade noch hinter mir. Wenn wir denn mal... Ach, da ist auch wieder was zum Einsammeln. Aber ich will die Folge jetzt nicht noch länger ziehen. Mein Licht in der Dunkelheit. Galen zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen, hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Ja, ich hätte auch um Hilfe gebeten. Ich tat nur, was die Ehre gebot. Ja, irgendwie schon. Ein solcher Verrat ist schon eine Art von Tod. Galen hat sich selbst getötet. Das stimmt. Und ich fühle mich erleichtert. Eine Last wurde mir genommen, doch mein Herz bleibt verletzt zurück. Ach, wo wir gerade sprechen, Eivor, fällt mir ein, das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Jarls Konasoma, ich danke dir zutiefst. Und... es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränge. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ach, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir, in deinem Clan. Du willst im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an. Wer würde das nicht? Du bist herzlich willkommen, Dränker. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Ja, das wissen wir. Ja, was ich jetzt überhaupt nicht verstehen kann, dass es jetzt die ganze Zeit gerade so am Haken war bei der letzten, beim letzten Dialog. Scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, können wir gerne machen, auch wenn ich gerade gar nicht mehr weiß, wer Randvi war. Wir haben jetzt so viele Leute kennengelernt im Laufe des Let's Plays, das ist schon... Ja, aber kein Thema, da werden wir auf jeden Fall hingehen. Ich werde es mir jetzt ersparen, das Ganze noch weiter in die Länge zu ziehen und werde jetzt die Fähigkeitspunkte noch nicht einsetzen. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, warum es jetzt teilweise bei den Dialogen plötzlich anfängt, dass es so ruckelt. Ob da jetzt ein Update gewesen ist, was ich nicht mitbekommen habe und die da Mist gebaut haben. Ich hoffe inständig, dass es nicht so ist, weil man hat ja schon sehr, sehr viel gehört, dass viele Probleme haben mit dem Spiel. Und sehr viele auch dabei sind, die auch neue Gaming-PCs haben. Und ich habe zwar nicht mehr ganz den neuesten, aber ich habe doch noch einen recht neuen, der da eigentlich locker mit zurechtkommen sollte. Aber auch bei mir merkt man jetzt nach so vielen Folgen auch, dass es anfängt, Probleme zu machen. Anfangs war es ein bisschen die Einstellung,
die ja, Probleme gemacht hat. Meinem System hat sie keine Probleme gemacht. Ich hatte noch ganz viel Prozente übrig, die ich noch nutzen konnte. Aber dem Spiel haben sie offensichtlich Probleme gemacht. Ich kann nur hoffen, dass es sich in der nächsten Folge gibt. Vielleicht, wenn wir das Einsatzgebiet nochmal neu laden, weil wir irgendwo hinreisen. Und ja, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.